Wir gucken erstmal das schlechteste Statement auf YouTube. Wir gucken uns das jetzt erstmal an, weil ich denke, das schlechteste Statement auf YouTube, das ist schon heftig. Jetzt, also das, auf, das wird schon heftig. 6 Minuten von Ton verändert. Ey, folgt mir mal auf Instagram, Link ist in der Beschreibung. Er hat einfach 101.000 Follower auf Instagram. Er inhaliert einfach in das Mikrofon. Dabei. Ich sehe nicht nur komplett zerstört aus, ich bin doch komplett zerstört. 13-0, haha. Digga, wirklich, ich habe keinen Bock mehr, wirklich, an den Typen, der Pollenallergie erfunden hat. Junge, ich finde heraus, wo du wohnst und fetz dich. Gott bitte. Digga, das ist doch nicht normal, Junge. Meine Nase ist zu, ich kann nicht atmen, aus meiner Nase läuft irgendeine Suppe heraus, Digga, meine Augen jucken, ich kann gar nichts mehr. Pollenallergie. Leute, habt ihr eine Allergie? Meine Freundin, die hat auch immer, oh mein Gott, ey, wirklich diese Augen, die tränen so sehr bei ihr. Sie hat auch eine Allergie, aber sie weiß gar nicht, gegen was sie eine Allergie hat. Ich habe Gott sei Dank keine Allergie, ja. Also ist mir noch nicht so weiter aufgefallen. Ja, gegen ekelhafte Menschen. Ja gut, Nico, das habe ich auch. Allergie, beste Erfindung, Digga, des 19. Jahrhunderts, Mann. Naja, heute sollte eigentlich ein... Junge, ich dachte, ich schreie manchmal ins Mikrofon rum, aber guckt, Alter, das ist übersteuert, ja mies. Anderes Video online kommen. Leute, wir sind gerade bei Rewe und es gibt hier diesen limitierten Müllermilch. Ich würde sagen, das Ganze testen wir. Heute sollte eigentlich das Video online kommen, wie ich meinen Führerschein verloren habe. Aber egal, kommt morgen. Und zwar hat mein Lieblings-TikToker und Lieblings-YouTuber ein neues Video geladen und kein gewöhnliches, sondern ein richtiges Statement. Und hier in Deutschland sagen wir, Walla, das Statement war nicht gut. Grüße auf jeden Fall an dich, Mann. Bester Kommentar des Tages. Yo, Leute, jetzt mal ein richtiges Statement. Ihr habt ja gesehen, ich habe das Video hochgeladen. YouTube gönnt kein Geld mehr. Das kann ich euch kurz zeigen. Ich finde seine Hintergrundbeleuchtung eigentlich relativ fresh. Junge, der hat einfach die Tür mit LEDs beschmückt. Ey, jetzt mal no joke, das hat für einen Hintergrund sieht das echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Vielleicht, ich würde dir mal empfehlen, bei OBS so Szenen einzustellen, damit du nicht immer deine Facecam so... Yo, Leute, was geht? Ich muss euch ganz kurz was zeigen. Yeah, Was ich dazu sagen will, ist, in diesem Video wollte ich eigentlich nur sagen, dass quasi weniger die Motivation habe, Videos zu machen, weil... Aber alle Videos sind werbefreundlich, ne? Alle Videos über 8 Minuten so, außer hier unten. Und 10.000 Aufrufe, 9.000, 5.000, 8.000, 6.000, ja gut, ist in Ordnung. Weil YouTube mir kein Cash zahlt, war natürlich keine gute Aussage und das hat verständlicherweise sehr viel Hate auf sich gezogen. Ja klar, es ist natürlich so, wenn ihr zum Beispiel Zeit... Er sieht ein, dass es eine falsche Aussage war, aber im Inneren juckt es ihn halt gar nicht, Digga. Er sieht ein, dass er einen Fehler gemacht hat, es zu sagen, aber er steht nicht dahinter. Und jetzt vergleicht er das mit Zeitung austragen. Ich gebe meine Zeit für YouTube, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld? Zeit ist Geld, Digga, du bist 12 oder so, keine Ahnung, wie alt du bist, Digga, Zeit ist Geld, Junge. Als ich so alt war wie du, hab ich so, keine Ahnung, so, hier, Playmobil gespielt, Alter, oder Lego, Alter, Zeit ist Geld, da wusste ich nicht mal, was Geld ist. Zeit ist Geld, bleibt, er denkt, er ist schon Businessman mit 14 geworden. Ich gebe meine... Der Typ ist halt wirklich 14, ne, und sagt, also es ist wirklich ein... So eine Art Meme, würde ich schon fast sagen. Also in dem Alter zu sagen, Zeit ist Geld, ja. Er hat den Spruch hat er vielleicht wirklich von, ich weiß nicht von wo, er den Spruch her hat. Zeit für YouTube und dafür möchte ich eine Gegenleistung. Natürlich, das ist jetzt echt komisch rübergekommen in dem Video. Und das klang jetzt so, als würde ich jetzt aufhören, nur weil YouTube mir kein Geld zahlt. Nein, so ist es nicht. Check der Typ das. Es geht nicht darum, die Leute haten dich nicht, weil du aufhörst, sondern einfach... Wegen deiner Art? What the fuck? Oh, geil, Alter. Junge, was ist heute mit seinem Mikrofon los, ne? Irgendwie, das ist ein bisschen unangenehm. Also, so ein geiles Statement habe ich schon lange nicht gehört. Es tut mir wirklich leid, Statement zum Hate und Geld. Was sagt er? Also, es tut mir wirklich leid, dass ich in dem Video gesagt habe, dass ich deswegen Geld mache. Ich weiß, das darf man nicht auf YouTube sagen und ich sollte das nicht auf YouTube sagen. Aber ich mache YouTube trotzdem wegen Geld. Versteht mich nicht falsch. Ich meine, ich weiß, 100% aller YouTuber, okay, vielleicht gibt es nur so Ausnahmefälle, aber dann 99,9% aller YouTuber machen das nur wegen Geld. Keine Frage, ich mache es auch wegen Geld. Aber da steckt nicht nur Geld drin, da steckt auch auf jeden Fall Lust und Laune da drin, da steckt Motivation drin, dass du Bock hast, diese Videos zu machen. Und das fehlt bei ihm einfach. Er denkt, Digga, YouTube ist Beruf. YouTube ist sowas wie, er vergleicht es mit Zeitung austragen. Natürlich, jeder ist auf Geld aus und so, Geld ist... Macht und wenn du Geld hast, kannst du alles machen. Ich bin ehrlich, scheiß auf das Geld.
so kann es ja nicht weitergehen auf Social Media bei mir. Merkt euch diesen Satz. Merkt euch diesen Satz. Scheiß auf das Geld. Deswegen wollte ich mich wirklich mal entschuldigen. Also jetzt mal Retalk. Der Typ ist 14 übrigens. Der hat gerade die Grenze erreicht, dass man auf YouTube Videos hochladen darf. In seinem Alter. Der Typ ist 14. Alter, warum? Warum ist das so? Warum kann man nicht YouTube? Also ich meine, der hat ja noch, weißt du, der Kanal ist ja jetzt nicht alt oder so. Warte, wie alt ist der Kanal von Hardware Luca? 2017 beigetreten. Wie lange macht er Videos? Seit 4 Monaten. Und er sagt, ja, Zeit ist Geld und YouTube und sowas, ja schon ein Beruf und... Junge, was zum Teufel ist das bitte? Das ist so schlecht einfach. Dumm rüberkam in meinen Videos, dass ich eigentlich nur auf Geld aus bin und so. Das merkt ihr euch auch. Und natürlich freue ich mich, wenn ich wieder Geld damit verdiene. 1A-Statement. Wirklich, wirklich 1A. Digga, wie kann man denn so hart in einem Statement reinscheißen? Ey, das ist kein Statement, Digga. Das kann man so im Kino als der beste Komödianfilm aus Strahlen oder so. Keine Ahnung, Alter. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Jo, Leute, scheiß mal auf das Geld. Und ja, es tut mir leid, dass ich so rüberkam. Das kommt dabei raus, wenn Eltern ihre Kinder nur vor dem Fernseher parken und sich nicht mit ihren Kindern beschäftigen und dann ihre Liebe und Zuneigung mit materiellen Dingen ersetzen. Naja, das Ding ist, ich möchte es ja natürlich jetzt nicht unterstellen, ne? Kann sein. Marc, ich grüße dich. Das Ding ist, man sollte gerade in dem Alter nicht nur auf Social Media rumhängen. Ja, also in dem Alter habe ich wirklich gerade sehr, sehr viel mit Kumpels gemacht. Und ich habe da auch schon, ich weiß nicht, mit 14 vielleicht noch nicht, aber mit 15, 16 habe ich auch schon immer mal ein paar Videos geschnitten oder so. Aber das war doch jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt hier erfolgreich sein, bekannt sein und so weiter. Ich wollte einfach bloß das aus Spaß ausprobieren, ja. Und hier geht es halt darum, der Typ ist 14, macht seit 4 Monaten YouTube und seit einem Monat macht er auch aktiv Videos. Und der Typ ist nur aufs Geld aus. Das müsst ihr euch mal überlegen. So, man beginnt doch YouTube, weil einem das Spaß macht, weil einem das interessiert, weil du vorankommen willst, weil du mal eine Entwicklung haben möchtest. Aber dir geht es doch nicht darum, ja, also ich bin 14, ich möchte jetzt viel Geld sehen. Junge mit 14 Jahren, ja, also was ist das? Wie kann es einem mit 14 Jahren nur ums Geld gehen? In dem Alter weiß man doch noch gar nicht, das Ganze so richtig wertzuschätzen. Oh Gott. Ja, aber mich würde es wieder freuen, wenn ich mit YouTube gehe. Ach komm, Digga. Baba-Statement. Baba-Statement. Wie kann man YouTube so von Anfang an als irgendwie so, keine Ahnung, so dein Beruf ansehen, Digga? Der Typ hat 20.000 Abonnenten. Der Typ hat selber gesagt, er macht mit allen Videos 56 Euro. Und der Typ will direkt... Was? Der macht mit einem Video 56 Euro? Junge, was hat der für ein CPM oder RPM? Leute, mein RPM ist mittlerweile auch mega stark, weil meine Videos immer länger sind und meine Watchtime hochgeht. Da kann ich mich wirklich gar nicht beschweren. Ich hatte tatsächlich in meinem Video zu Dekadent, ja, dieses 19-Minuten-Video, habe ich ein RPM, also das ist der richtige CPM sozusagen, ja, habe ich ein 5,40 € pro 1000 Klicks habe ich da gemacht. Also es ist wirklich, das ist sehr, sehr stark. Und der CPM, also jetzt mal ohne Adblock und bla bla, mit Adblock und sowas, wäre 8,80 €. Ey, das ist mega krass, wirklich, das ist unfassbar viel. Das hatte ich sonst nie, ja. Das ist mega krass. Hatte ich wirklich noch nie. Ich hatte es noch nie im Dezember, noch nie im November oder Oktober, wo der CPM eigentlich immer sehr, sehr hohch ist. Liegt aber daran, ich hatte nie eine hohe Watchtime oder so. Arbeitsamt anmelden, so Hauptberuf YouTuber sein. Hä? Als ich und als alle mit YouTube angefangen haben, Junge, das macht man wegen Spaß, weil man Bock drauf hat, weil man einfach so, weißt du, man hat deine Hingabe, deine Leidenschaft, du willst das machen, Digga. Dich interessiert ja, am Anfang gar nicht, ob du damit Geld verdienst. Geld kommt dann einfach irgendwie da so rein und du denkst dir so, Alter, geil, ich krieg da ja noch... True. Es ist, man merkt, wer das aus Leidenschaft gemacht hat und wer das wirklich nur des Geldes wegen gemacht hat. Und so wie Tonfeiner das hier erzählt, ist es halt auch einfach richtig. Das ist einfach Fakt. Du machst YouTube und dir macht Spaß und dann bekommst du plötzlich Geld von YouTube überwiesen. Das ist wirklich, wirklich krass, ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Und dann fühlt man sich heftig. Dafür, ja, dass ich das mache, worauf ich wirklich Bock habe. Und dann irgendwann denkst du dir, okay, Digga, das ist ein geiler Beruf. Den könnte ich mir hauptberuflich vorstellen und dann zieht das mit dem Geld weiter. Aber doch nicht von Anfang an, Digga. Ich habe doch auch nicht meinen YouTube-Kanal erstellt, Digga, mit 100 Aufrufen und denke so, Alter, Jungs, jetzt habe ich 100 Aufrufe, jetzt verdiene ich meine ersten Moneten, ja? Leute, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag.
Ich kann dir nur ans Herz legen, Junge. Mach YouTube. Mir doch scheißegal, was du hochlädst, ja. Lad wirklich alles hoch, aber lad wirklich nur das hoch, worauf du Bock hast. Ja. Lad nicht so ein Video hoch, wo du denkst, richtig. Oh, scheiße, Digga. Ja, okay, das kann jetzt gut ballern wegen Klicks und das kann gut ballern wegen Geld. Lad einfach hoch, Digga. Lad hoch. Du denkst dir so, Digga, ich hab Bock auf einen Vlog. Dann hast du Bock auf einen Vlog und lädst einen Vlog hoch. Du hast Bock auf ein Fortnite-Video. Dann machst du ein Fortnite-Video, schneidest es gut. Projekt hochladen, fertig. Das war's mit meinem coolen Video. Jetzt, was haben wir heute? Dienstag. Schlittschuh fahren. Frohe Weihnachten. Ja. Aha, aha, was okay, haben wir gut. Hier? Okay, gut, das war's mit dem Video. Aber gebe ich Tonverändern definitiv recht. Es ist einfach Quatsch, YouTube des Geldes wegen nur zu machen. Und auch anzufangen und gleich zu sagen, ja, wegen dem Geld will ich das machen und so. Junge, das ist ein Hobby, ja. Es ist halt einfach ein fucking Hobby und der macht sowas draus. Das ist sehr, sehr schade.